Bescheid. Wir schauen nach Nordrhein-Westfalen, denn in Köln-Kalk wurde ein 32-Jähriger vor einem Fitnessstudio erschossen. Auf das Opfer wurden Berichten nach mehreren Schüsse abgefeuert. Der Mann stand zu dem Zeitpunkt neben einem Auto, in dem offenbar seine Mutter saß. Die Frau blieb unverletzt. Und anschließend flüchtete der Täter auf einem E-Roller. Laut Zeugen war der Schütze vermummt und wirkte jugendlich. Er ist weiterhin auf der Flucht. Eine Mordkommission ermittelt nun. Soll. Laut Medienberichten soll das Opfer Davide K. sein, also der 32-Jährige, der hier gestern ja ganz ohne irgendwelche Vorahnungen einfach in seinem Fitnessstudio trainiert hat. Dann ist er herausgetreten, wollte gerade bei seiner Mutter ins Auto steigen, als eben die Schüsse fielen. Die Rockerszene in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem vielschichtigen und oft umstrittenen Milieu entwickelt. Geprägt von Motorradclubs wie den Hells Angels, Bandidos oder Gremium MC, hat sich diese Subkultur längst über das gemeinsame Interesse am Motorradfahren hinaus entwickelt. Viele dieser Gruppen sind nicht nur für ihre enge Kameradschaft bekannt, sondern auch für kriminelle Aktivitäten. Immer wieder werden Rockerclubs mit Gewaltverbrechen, Drogenhandel, Schutzgelderpressung und anderen illegalen Geschäften in Verbindung gebracht. Besonders in Großstädten geraten sie häufig in Konflikt mit rivalisierenden Gruppen, was zu brutalen Auseinandersetzungen führt. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben in den letzten Jahren verstärkt versucht, gegen die organisierte Kriminalität in der Rockerszene vorzugehen. Doch das komplexe Netzwerk aus Loyalitäten, territorialen Ansprüchen und geheimen Strukturen stellt sie dabei vor erhebliche Herausforderungen. Einer aus dieser Szene sollte angeblich Davide K. sein. Der 32-jährige Davide galt als durchtrainiert und verbrachte viel Zeit im Fitnessstudio, das er beinahe wie sein zweites Zuhause betrachtete. Am Dienstagnachmittag hob er dort Gewichte, trug eine goldene Rolex am Handgelenk und teilte seine Aktivitäten auf Instagram. Ein verhängnisvoller Schritt. Am selben Tag wurde er vor einem Fitnessstudio in Köln Opfer eines tödlichen Schussangriffs. Ein Unbekannter eröffnete das Feuer auf den 32-Jährigen, der mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, dort jedoch wenig später verstarb. Nach Aussagen der Polizei soll der Täter ein junger Mann gewesen sein, der maskiert und dunkel gekleidet war. Er flüchtete offenbar auf einem E-Scooter. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Mordkommission ermittelt. Laut einer Zeitung soll das Opfer Davide gewesen sein und der Angriff soll im Zusammenhang mit dem Rocker-Milieu stehen. Es wird vermutet, dass der Anschlag von Hasan O., alias der Napoleon, einem von Interpol gesuchten Rocker in Auftrag gegeben wurde. Dieser hatte ihm mehrfach bedroht und eine Zahlung von 100.000 Euro gefordert, ohne dass der Grund dafür bekannt ist. Berichten zufolge nahm Davide die Drohungen jedoch nicht ernst und verspottete seine Angreifer in einem Video. Bereits vor einigen Wochen soll Hasan O. einen Anschlag auf das Elternhaus und die Wohnung von ihm mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr beauftragt haben. Der Täter konnte damals entkommen. Die Schüsse fielen gegen kurz vor 5 Uhr vor einem Fitnessstudio im Kölner Stadtteil Kalk. Augenzeugen berichten von mehreren Schüssen und ein dpa-Reporter entdeckte drei Patronenhülsen am Tatort. Ein Schuss durchschlug die Heckscheibe eines Autos. Es wird vermutet, dass Davide gerade das Studio verlassen und in sein Auto steigen wollte, als der Angriff geschah. In dem Fahrzeug saß auch eine Frau, die unverletzt blieb. Laut einer Zeitung handelt es sich dabei um die Mutter des Opfers, die derzeit betreut wird. Die Kölner Polizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter, während die Ermittlungen im Umfeld des Opfers und möglichen Verbindungen zum Rockermilieu auf Hochtouren laufen. Der brutale Angriff hat in der Stadt für großes Aufsehen gesorgt und zahlreiche Fragen aufgeworfen. Während die Hintergründe der Tat noch unklar sind, bleibt die Hoffnung, dass die Ermittlungen schnell Licht ins Dunkel bringen und der Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen wird. Was denkst du über die zunehmende Gewalt im Rockermilieu? Hast du das Gefühl, dass dieses Thema in Deutschland ernst genug genommen wird? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren